Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, ich sende Ihnen heute einen kleinen Gruß aus der Sommerzeit, aus der Sommerfrische. Und da habe ich mir natürlich überlegt, was ist denn ein passender Beitrag dazu? Denn viele von Ihnen, sofern sie nicht der Schulpflicht unterliegen, sind ja vielleicht auch schon unterwegs. Ja, und da habe ich mir gedacht, im Rahmen eines Sommer-Mentoren-Videos das Stichwort einen Schlussstrich ziehen. Einen Schlussstrich ziehen. Ja, was meine ich damit? Nun, der Alltag wird dominiert von was? Vom Alltag. Man kommt kaum dazu, durchzuatmen. Man hat selten Zeit, mal einen Blick auf den weiten Horizont zu werfen. Man wird aufgefressen von der Tagesarbeit und ist froh, wenn man das Nötige so schafft. Und insofern empfehle ich immer sehr die Sommerzeit, die ja dann in unseren Breitengraden genau in der Hälfte des Jahres ist, die Sommerzeit zu nutzen, egal ob Sie jetzt wegfahren oder nicht, aber dass Sie da eine Auszeit sich nehmen, um zu einem Ergebnis zu kommen, was ist eigentlich in der ersten Jahreshälfte so passiert, was hat man von seinen Vorsätzen, die man an Silvester getroffen hat, umsetzen können. Und wie geht man es an mit der verbleibenden Zeit? Ja, und mit der Zeit ist das ja so ein kritisches Thema. Man denkt ja immer, es sind 12 Monate, 360 Tage, 52 Wochenenden. Aber de facto im realen Leben ist es ja sehr viel weniger, denn wir sprachen über die Sommerzeit. Das bildet ja Mitte des Jahres einen gewaltigen Block. Die ersten gehen, was weiß ich, ab Mitte Mai in ihre Sommerfrische und andere im September. Das heißt, wir haben einen Block, wo, sagen wir mal, zumindest Juli, August, wo in vielen Branchen und bei vielen Menschen de facto nichts läuft. Also die Vorstellung, dass man im Juni zu irgendwelchen Entschlüssen kommt und die werden dann 2 Wochen später umgesetzt, das ist nicht immer der Fall. Das Gleiche ist ja auch, wenn wir Silvester hinter uns haben, dauert es eine ganze Weile, bis der Normalbetrieb wieder losgeht, das alte Jahr verdaut ist, die Leute aus dem Quark kommen, dann ist praktisch schon Februar. Und dann droht Ostern, da sind auch viele weg. Also die Zeit, wie gesagt, ist ein kostbares Gut und das ist etwas, was Sie, je nachdem, was Sie vorhaben, in Ihrer Branche mal genau beobachten müssen. Gut, also wir sind in der Sommerfrische angekommen, Schlussstrich ziehen. Das heißt, wirklich mal nachzudenken nach so einem halben Jahr, bin ich bereit, gewisse Dinge überhaupt noch weiter mitzumachen? Ist es richtig, Dinge fortzusetzen, die schon lange einem sozusagen auf der Seele liegen. Und da habe ich mir ein, zwei, wie immer, Stichpunkte gemacht, damit ich die auch nicht vergesse. Und da habe ich als ersten Punkt mal notiert bei dem Schlussstrich ziehen, überlegen Sie mal bei aller Bedeutung und Wichtigkeit, dass man ja Freunde hat, gute Freunde, dass Sie mal überlegen, ob Sie weiterhin zu den Cliquen gehören sollten, die vielleicht übermäßig Zeit bei Ihnen rauben. Klicken, sage ich ganz bewusst, weil viele Menschen sind irgendwie aus reiner Tradition und Gewohnheit in irgendwelche Kreise reingerutscht. Da gab es vielleicht am Anfang mal einen Grund, vielleicht war es auch mal etwas Sentimentales. Man hat jemand getroffen in den Ferien auf dem Campingplatz, hat sich gut verstanden. Aber daraus muss nichts zwingend folgen, dass man über die nächsten 25 Jahre sozusagen Umgang miteinander pflegt. Und ich erwähne es deshalb, weil ich auf viele Menschen stoße, die zwar sehr viel Zeit verbringen in einem solchen Freundeskreis, in Anführungszeichen, oder guten Bekanntenkreis,
Aber wenn Sie dann mal privat mit einem sprechen unter vier Augen, sagen, an sich hängt Ihnen das alles völlig zum Hals raus und an sich bringt Ihnen die Zeit mit dieser Gruppierung von Menschen nichts. Und vor allem dann, wenn Sie mit Energieräubern zu tun haben, Menschen, deren Gespräche, der Umgang Ihnen überhaupt nicht gut tut und Sie sich danach eher demotiviert oder ausgebremst fühlen. Also das ist ein Punkt, den ich sehr empfehle, dass man da mal drüber nachdenkt und vielleicht im Umkehrschluss mal wirklich zu einem Ergebnis kommt, wer ist mir denn wirklich wichtig oder wem sollte ich denn wirklich meine Zeit widmen, wertvolle Zeit. Und das kann ja schon innerhalb der allerengsten Familie sein, dass man feststellt, mein Gott, ich lebe so viel im Außen und schwirre durch die ganze Welt, so Mr. Wichtig unterwegs im grauen Anzug und vernachlässige sträflich diejenigen, die mir an sich die allerliebsten sind. Und es ist ja erwiesen, wenn man Statistiken mal auswertet, von was die Menschen sozusagen am Ende ihres Lebens am meisten bewegt, dann ist es eben doch die Familie. Und ich habe eben einige frühere Vorgesetzte erlebt, die dann im hohen Alter doch sehr betrübt darüber waren, dass sie letzten Endes das Erlebnis der Familie so stark vernachlässigt haben für ihre Karriere, als sie im Aufstieg der Karriere waren. Und später haben sie das eben wahnsinnig bereut. Also da empfehle ich sehr, dass Sie sich da auch mal sozusagen Gedanken machen und diese Zeit im Sommer vielleicht dafür nutzen. Aber beim Schlussstrich ziehen, dann gilt das vor allem ja auch für eines, nämlich Themen. Themen, die Ihnen auf der Seele lasten oder die eben aber auch auf Ihrer Agenda einen viel zu hohen Stellenwert einnehmen. Also die Frage zum Beispiel Niederlagen, Pleiten, richtigen Mist, den Sie mal gebaut haben. Es gibt Menschen, denen hat ein einmaliger Fehlschlag letzten Endes das ganze Leben danach versaut. Und das ist also vollkommener Unfug. Es ist ja tatsächlich so, dass nur die Fehler bringen uns ja voran. Und gerade wir unternehmerisch interessierten Menschen und wir auch als Investoren, wir müssen ja Menschen beurteilen, denen wir unser Geld anvertrauen. Da ist es äußerst wichtig zu sehen, haben wir es mit Menschen zu tun, die aus Rückschlägen, Schicksalsschlägen, aus Niederlagen, wie sind die da rausgekommen, dass die daran gewachsen sind. Und man sagt immer so lapidar, ja, aus den Fehlern lernen und jeder kann einen Fehler machen, aber bitte nur einmal den gleichen. Das wird immer so leicht dahergeredet, aber in der Realität, gerade im deutschsprachigen Raum, herrscht doch eine viel zu große Angst davor, mal einen Fehler zu machen. Ich kann Ihnen versichern, man verhungert in unseren Regionen Gott sei Dank nicht so schnell und man hat immer die Chance, sich aus einem Loch herauszuarbeiten. Und ich glaube, dass gerade dieses Bewusstsein etwas nach gründlicher Überlegung, vielleicht ohne auf guten Rat zu hören, etwas ausprobiert zu haben, wenn es ein Herzenswunsch war, es probiert zu haben, sich bemüht zu haben, fleißig gewesen zu sein, es nicht geschafft zu haben, das ist etwas, woran Sie wachsen sollten. Und das ist nicht etwas, was ein Makel auf Ihrer Weste ist. Und auch dazu würde ich eben diese Zeit der Besinnung, gerade wenn es draußen in der Natur schön ist, würde ich das wirklich mal nutzen, um solche Schattenflecken, die Sie mit sich rumtragen, dass Sie die vielleicht mal in einem ganz anderen Licht sehen und positiv bewerten. Aber auch bei dem Blick nach vorne sollten Sie sich frei machen von allzu negativen und bremsenden Gedanken und auch hier einen Schlussstrich ziehen. Hängen Sie nicht fest an Glaubenssätzen, die Sie irgendwo aufgeschnappt haben.
dass sie keine Chance mehr haben, dass sie zu alt sind, dass sie in dem Alter so einen Job ja nie mehr kriegen und bereit sind, dafür sozusagen in schlechten Verhältnissen bei einem Arbeitgeber in Lohn und Brot zu sein. Nein, auch hier ist ein Großreinemachen absolut angesagt. Und das Gleiche auch, wenn Sie seit Jahren und langer Zeit quälende Zweifel haben, ob Sie eigentlich auf dem richtigen Gleis sind, ob das mit dem Job das Richtige ist. Es ist völlig fatal, so viel Zeit ins Land gehen zu lassen. Und deshalb nutzen Sie Ihre freie Zeit jetzt, wenn Sie in Ferien sind, da mal wirklich drüber zu denken, ob diese Zweifel wirklich angebracht sind. Analysieren Sie es gründlich, sprechen Sie mit Menschen über Ihre Situation, die Sie vielleicht noch von ganz früher kennen, die viel Abstand haben zu Ihrer jetzigen Jobsituation, und fragen Sie die mal um Rat, wie Sie von denen gesehen werden oder wie die das beurteilen. Sie werden staunen, wenn Ihr Gegenüber merkt, dass Sie es ernst meinen und dass Sie auch kritikfähig sind, werden Sie sehr überrascht sein, was für klipp und klare Aussagen Sie bekommen. Sie haben vielleicht seit einem Jahr sich gequält, und wenn Sie mit der richtigen Person sprechen, mit 3, 4 Sätzen ist für den der Fall ganz klar. Und sagt, ja, wieso? Ist doch sonnenklar. Du gehörst doch immer in die ganz andere Ecke. Wir wundern uns schon die ganze Zeit, warum du es nicht gemacht hast. Und wenn Sie dann fragen, ja, warum hat mir das keiner gesagt, dann werden Sie zur Antwort bekommen, Sie haben mich auch nicht gefragt oder du hast mich auch nicht gefragt. Also auch ein ganz entscheidender Punkt. Und das andere ist natürlich, wenn Sie immer wieder beobachten, dass Sie in sozusagen repetitive Muster verfallen und immer wieder vor gleiche Problematiken stoßen, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie eine gewisse Beratungsresistenz haben. Das ist auch etwas, wo Sie mal drüber nachdenken sollten und auch hier einen Schlussstrich ziehen, dass ich sage, so, wenn ich aus den Ferien zurück bin und die anderen auch alle zurück sind, dann lege ich mir mal einen anderen Kreis von Beratern zu oder einen Mentor lege ich mir zu, aber auf den höre ich dann aber auch, weil den habe ich mir ganz bewusst ausgesucht. Und ich muss einfach anerkennen, auf welchen Gebieten ich Amateur bin und auf welchen ich ein Profi bin. Und ich kann Ihnen nur sehr empfehlen, auf allen Gebieten, wo Sie nicht wirklich ein Profi sind und auch kein Profi werden können, ist es sehr schlecht, als Amateur sich durch den Dschungel durchzuhauen, sondern wenden Sie sich auf diesen Gebieten einem guten Profi zu. Das geht durch alle Bereiche, Gesundheit, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Finanzberatung, Immobilien, wo auch immer. Immer da, wo Sie, wie gesagt, Defizite haben im Know-how. Und ganz, ganz wichtig, dass Sie da vielleicht einen Schritt nach vorne kommen, um das Know-how anderer Menschen zu nutzen. So, jetzt will ich mal schauen. Jetzt habe ich mir hier noch etwas oben quer, weil ich ja immer nur wenig Papier verwende, habe ich noch oben quer etwas notiert. Ja, richtig, Schlussstrich ziehen. Tja, Schlussstrich mit dem Rumgestreite. Vor allem, wenn es um Hab und Gut geht, die berühmten Erbengemeinschaften und so weiter. Und da gibt es ja das Phänomen, dass am Schluss die guten Leute gar nicht mehr wissen, wodurch überhaupt eigentlich der jahrzehntelange oder jahrelange Streit überhaupt entstanden ist. Das weiß nachher gar keiner mehr, weil die Fronten so verhärtet sind. Auch da, das Leben ist viel zu kostbar. Und wenn Sie etwas wirklich Konstruktives mit Schaffenskraft auf die Beine stellen wollen, ist alles Rumgestreit und Rumgehändle absolut fatal. Und auch hier ist es gut, wenn Sie die Zeit nutzen, um mal zu einem klaren Ergebnis zu kommen. Und das Gleiche gilt bei dem Thema des Rumprozessierens. Ich habe es erlebt, wie Kollegen von mir in meiner früheren Zeit, weil sie tatsächlich Recht hatten und ungerecht behandelt wurden, vor Gericht allerdings nicht Recht bekamen,
dermaßen eine Michael Kohlhaas-Haltung angenommen haben, dass sie mit dem Kopf durch die Wand wollten und das Augenmaß haben fehlen lassen. Und zum Augenmaß gehört eben auch die nüchterne Erkenntnis, dass man eben im realen Leben, gerade halt, da gibt es ja den berühmten Spruch, wehe dem, der Recht hat, dass eben nicht jeder, der Recht hat, auch sozusagen vor Gericht in einem Prozess oder in anderen Auseinandersetzungen, dass ihm auch Recht widerfährt. Aber dass sie dabei sind, wahrscheinlich sich ihr eigenes Grab zu schaufeln, wenn sie auf ihrem Recht beharren, sondern dass sie sozusagen die Akte schließen und sagen, okay, so ist es im Leben, das ist ein Minuspunkt, der mir da eingebucht wird, aber im Leben gibt es auch nachher Pluspunkte und vor allem nur dann, wenn sie weiter positiv und konstruktiv nach vorne schauen. Und zu dem Punkt zum Abschluss, positiv und konstruktiv, müssen sich immer vor Augen halten, dass Menschen, die mit Mumm, mit Zivilcourage, die Italiener sagen so schön Coraggio, mit Zivilcourage nach vorne gehen und eine optimistische Grundhaltung an den Tag legen, das sind die Leute, die auf der Park Avenue immer schon die schönsten Grundstücke und Häuser hatten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Sind Sie so lieb, teilen Sie bitte unser Video, abonnieren Sie den Kanal, damit der Kreis unserer Freunde sich erweitert. Ihnen alles, alles Gute, eine gute Sommerzeit. Ihr Markus Elsässer.